Boah, Mann, ey, hätte ich jetzt Bock auf einen Zitronenkuchen. Oder vielleicht Zitronensaft. Oder vielleicht eine Rüstung aus Zitronen. Oder ein Schwert aus Zitronen. Oh, leck, ich will jetzt sofort Zitronen haben. Was? Ein Zitronenland, wie geil! Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück bei einer nächsten Mod-Review. Und zwar würde ich euch heute den Lemonland-Mod vorstellen. Und für den braucht ihr natürlich Forge. Und meiner Meinung nach ist das ein ultra cooler Mod. Bringt halt noch so ein zusätzliches Biom rein und speziell auch Tiere, Items und Blöcke. Und ich weiß nicht, also es ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es sinnfrei ist oder dass es sinnvoll ist, aber ich finde den Mod echt lustig und ich zeige euch jetzt am besten mal kurz die neuen Blöcke. Da gibt es hier einmal den Lemon Brick. Und ja, dann gibt es Lemon Stone Block, den Lemon Leaves vom Baum halt, Lemon Sapling und den Lemon Lemonilium. Das ist einfach so der Boden. So. Es gibt natürlich auch neue Items. Und zwar Lemon Sword, Lemon Pickaxe, Lemon Axe, Lemon Schau, also Schaufel und natürlich die Lemonhure, die Limonenhure. Nein. Nein, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und natürlich noch den Zitronenbogen und Zitronenarrows dazu, passend in Gelb. Natürlich gibt es auch noch Limonade. Was ich noch nicht getestet habe. Kann man die setzen? Nee. Aber ich glaube, die müsste man trinken können oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Egal. Das gucken wir später. Dann gibt es natürlich hier auch die Lemon Rüstung. Und das Ganze macht man aus der Limone, also Zitrone, aus dem Lemon Stone. Da, Moment. Ja, doch, eigentlich hier Lemon Stone, Schwerter und die ganzen Rüstungen und Werkzeuge aus diesem Lemon Stone. Aber den Bogen, den macht man aus normalen Zitronen. Und dann gibt es noch Explosive Lemon. Da macht ihr halt diese Pfeile draus. Dann kann man die einfach so rumschießen. Bumm. Und die, ja, machen alles kaputt. Ziemlich cooler Bogen. Ja. Das war's eigentlich schon. Zitronen kriegt ihr von den Bäumen. Das geht jetzt natürlich nicht im Game Mode, aber es gibt noch die Zitronenkühe. Die laufen hier alles rum. Und da frage ich mich jetzt gerade. Moment. Die geben doch bestimmt auch Zitronen. Kann das sein? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, die geben natürlich auch Zitronen. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber wie ihr seht, Zitronen. Ach so, ich habe noch was ganz vergessen. Diese Lemon Stone. So, hier. Explosive Lemon macht ihr aus Gunpowder. So, und wenn euch dieser Mod gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar, vielleicht wollt ihr ja noch irgendeinen Mod sehen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Review oder bei einem anderen Video von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.